Tag 1 German Race Wars. Wir haben den 2. Juli. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Die Roadrunners sind noch nicht da, genauso wie Underground Castile ist bis jetzt nur der Christopher da. Open Fanatics ist der Bernhard schon da, ja. Dann hey. der Sakko und der Steffen und Sakko seine Freundin Nicole. Die sind gerade in der Platzrunde laufen. Ich zeige euch jetzt ungefähr, wie es zu diesem Zeitpunkt aussieht. Es ist jetzt 9:30 abends ungefähr. Hau mal ab! Der Liebesgrotte von der Dorm ist schon aufgebaut, ja? Und Sakko seine Liebesgrotte steht auch schon. Und ja, der Christoph hat eine Freundin, also hat er keine Liebesgrotte, ja? Die ist leider nicht mitgekommen. Das ist einfach nur seine Schlafgrotte, ja? Das richtig abgefahren Geile diesmal, das wir in Oschersleben nicht hatten, ist dieses Zelt hier. Also das ist eine einmalige Geschichte, die der Steffen mitgebracht hat. Ja? Und also morgen ist WM, da den Fußball gucken, das ist ein Traum. Wir haben DVB-T, Receiver da, wir haben einen, ja, nicht kleinen, aber nicht großen Fernseher dabei, der auf 12 Volt läuft. Wir haben einen Stromaggregat, das steht glaube ich irgendwo da hinten. Wir sind ausgestattet ohne Ende. An Alkohol, das Thema spreche ich mal lieber nicht an. Der Bernhard hat seine Schießer mitgebracht, also da fehlt es auch nicht, ja? Sehr geil. Und wir gehen mal in unser Partyzelt rein, ja? So wie es jetzt aussieht, wird sich alles noch gleich stark verändern. Das wird man gleich im Video sehen, ja? Aber ich meine, das ist doch mal was, oder? Also man kann hier wunderbar drin stehen, ja? Wenn man später ein bisschen hier aufräumt, kann man wunderbar das Ding zur Seite schieben, Klappstühle rum, weil morgen am Samstag, den 3. Juli, dann 37 Grad erwartet. Und das soll was heißen, ja. Und ich denke, dass es hier doch recht human und angenehm sein wird. Ja, gehen wir mal da rein, wie geil es da denn ist. Das ist der Platz. Also genau solche kaputten Leute wie da hinten fahren hier überall rum. Total affengeile Stimmung, ja. Es ist auch schon schlimm verdächtig. Leider ist es hier ein bisschen markenoffen. Keine Opels oder Opel Deal. Sehr viel sogar, aber nicht pur. Wenn wir da hinten hinkommen, total geil, ja. Also es stehen überall nur Autos da vorne. Also wenn wir das Ding jetzt in Apparat sehen, was da kommt, das sagt doch schon alles. Hier gibt es keine Straßenverkehrsordnung. Es ist echt abgefahren, ja. Da sehen wir einen Audi A4 B5, ja. Der Turbolader ist glaube ich größer wie der ganze Motor. Ja. Da hinten haben wir einen Manta. Das ist ein Manta B. Komplett umgebaut. Wir haben super nette Nachbarn dieses Mal, also wirklich coole Jungs da hinten und hier vorne und wie die Nachbarn da sind und da, das kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Genau. Und wenn die Roadrunners und die Underground Castile die restlichen Leute ankommen, seht ihr gleich im nächsten Teil. So, Race Wars, wir haben es jetzt dunkel. Wir gehen jetzt mal rüber zum Vectra und zum Hyundai vom da geht's halt richtig ab. Wir haben Laserlight-Show, Nebelmaschine, es ist alles da, der Stromaggregator läuft schon, ladet den Christopher sein Auto gerade auf, ja. Der Vectra natürlich, wie in Oschersleben, wunderbar, der Lenkstelle, ja. Ja, absolut, Traum ist das, ja. Wunderbar, man sieht im Video leider nicht die ganzen Effekte, dass das Auto hat, ja. Selbstverständlich. Aber ganz staubig. Ja, es ist staubig, weil die ganze Zeit, wenn ein Freier vorbeifährt, ja, ist die ganze Karre zugestopft, ja. Okay, wir gehen hier weiter. Wir sehen die Roadrunners und der Rest von Underground Castile ist angekommen, ja. Schau mal mit. Also wir sind schon fleißig am Glühen, ja. Wir sind schon alle fast dicht. Ja, Roadrunners! www.roadrunners-club.de.tl, ja. Wunderbar, alles ist klar. Da hinten die ganze Ecke, alles voll. Ja, mein Auto! Patricks Auto, hallo, auch wunderschön, klar, blau, wenn euch Servus. Ist kaputt mit ihr, wenn wir in das Zelt reingehen, ja? Ja, Alkohol, so, alles geschoben. Ist wunderbar hier, ja? Wir haben eine ganz tolle Gaslampe, die ist richtig geil hell. Ja? Ja, Marius hat sein Liebes-Couch aufgebaut. Ja, da geht's halt nochmal richtig ab. Totaler Luxus, der hat mir erzählt, was ich von alleine auf. Der Hammer, Alter.
Du bist auch so eine Klasse. So ein Feier, das sagen wir mal. Der Alkohol. Donne. Ja. Dann gehen wir weiter. Wie gesagt, die Party geht hier absolut ab. Hey, boah, das ist Oschers Leben verdächtig, ja. Nur, dass es halt ein Tick geiler ist, weil noch mehr Leute da sind. Es sind jetzt drei Clubs auf dem Platz, ja. Underground Car Style da hinten, wunderbar. Marius, Fahrervorstand, ist auch da. Opel Fanatics, der Bernhard, der gerade filmt, ja. Ich bin Opel Fanatics for life, Mann. Wenn ihr mal auf meinen Rücken guckt, wunderbar, Fanatics. Aber nein, so, da hinten sieht man wunderbar. Jetzt gehen wir zum Vektor rüber. So sieht es ungefähr aus, wenn mein Vektor alles, ja. Es ist so eine Art Magnet, ja. Ich will noch was sagen, Marius. Okay, ja, Marius, was ist los, Alter? Ja, gleich. Also, vorhin, ja, auf dem Poco, ja, haben wir getroffen, ja. Okay. Pass auf, okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Und dann sind die voll positiv gefahren. Total cool, ja. Okay. Da stand so ein Sticker im Sprinter. Okay. Hat nur so gesagt, ey, guck mal, jetzt sind diese Opel-Gangster, die immer mittwochs auf dem Poco stehen, Alter. So ein Wichser, Alter. Genau, du, wenn du dieses Video siehst, du Wichser, Alter, Mann. Ja, Mann. Das sind wir, Alter. Der rote Micha. Wir gehen jetzt mal weiter, ja? Hier sehen wir wunderbar Zuschauer, die gerade Licht auf. Was, ne? Blau gelegt. Ja? Einfachste Variante. Ein paar LEDs reichen eigentlich völlig aus, ey, um einfach das ganze Publikum hier zu begeistern, ja? Viele gucken sich das ganze Auto an. So, Tag 2 German Race Wars. Ich fahre jetzt mal mit dem Roadrunner Patrick eine kleine Platzrunde, ja? Und da gucken wir mal, was hier so alles auf dem Feld abgeht, ja? Da gucken wir mal gerade aus dem Fenster raus. Also wir sehen hier Partyzelte ohne Ende, alles ist aufgestellt, Autos, soweit das Auge eigentlich reicht, ja. Wirklich von Original bis wirklich schön gemacht, auf jeden Fall. Total geil. Wir werden heute um 16 Uhr das Deutschlandspiel angucken gegen Argentinien, hoffen natürlich, dass Deutschland gewinnt, ja, dass hier die Stimmung noch geiler wird. Wunderbar. Da hinten sehen wir Daniel und Christopher, ja, im Astra GSI. Ein kleines Rennerle, da guckst du dann wieder auf Meier, Alter, und sagt, ey, wow, mach mal keine Zeit, Alter. Ja, wir wissen, was abgeht. Alles klar, Jungs? Hallo, stopp, hallo. Werden wir aufhalten. Okay, Patrick, was sagst du so zu diesem kleinen Spektakel, was hier so alles abgeht? Ist ja nicht schlecht. Bisher auf jeden Fall. Du musst nochmal Start noch üben, dann passt. Genau. Okay, jetzt geht's wieder los. Da war ich. Rennel ist hier, ich weiß nicht, aber egal.